Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Ich muss die Folge leider etwas kurz halten, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Die neue Version 1.1 ist rausgekommen und das hat mich gerade ein bisschen viel Zeit gekostet, das abzudaten. Deswegen, ja, ich habe leider nicht so viel Zeit und deswegen die nächsten zwei Folgen werden etwas kürzer. Ja, ich habe das letzte Mal noch irgendwie die Fluglizenz gemacht und dann kam irgendwie ein kleiner Zwischenfall. Das habt ihr aber leider nicht gesehen. War aber jetzt nichts. Schnauze jetzt mal da hinten, verdammt nochmal. So. Es war aber nichts Weltbewegendes, es ist nichts Dolles passiert. Also im Grunde genommen habt ihr nicht wirklich keine Story verpasst oder so. Also alles gut. Wir quatschen mal mit Cyrus. Nein, es ist gut, dass sie angehalten haben. Ja. Aber es kommt zu plötzlich. Ich habe mir so viele Notfallpläne ausgedacht. Wenn wir werden. Was werden wird keinen einzigen davon einsetzen können? Komisches Deutsch. Meine Notfallpläne beinhalteten auch Wege, um Menschen in der Wildnis zu verteilen, um die Stürme zu vermeiden, ihnen beizubringen, wie man überlebt. Werden ihnen beibringen, einfach Lager zu errichten, Schädlinge zu bekämpfen, Bestien und Monstern aus dem Weg zu gehen. Ah, egal. Es ist besser, innerhalb dieser Mauern in Sicherheit zu bleiben, als es draußen zu riskieren. Ja, manche unserer ermittelten Abenteurer haben mich informiert, dass sich im Flüsterwald Monster versammeln. Fast jeder ist draußen und ermittelt und ich muss hier bleiben und ihnen Befehle geben. Reisender, kann ich darauf zählen, dass du die Monster beseitigst? Klar. Dann werde ich es dir überlassen. Mach dir keine Sorgen, du wirst fair entlohnt. Oh ja. Willst du eine Ruine erkunden? Jack, kannst du mich jetzt einfach mal in Ruhe lassen, Mensch? Wir müssen dahin. Ich wollte gerade. Ach ja, hier oben ist auch schön. So, dann gehen wir erstmal raus aus Mondstadt und kümmern uns da mal um ein paar Dinge. Die. Ja, hallo. Die am Arsch der Welt sind. Wenn ich das mal so sagen darf. Warum den komischen Vogel? Ja. Ah, jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher hier. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen. Da oben ist es. Okay. Quellingen. Hallo Quellingen. Da ist ein Wildschwein. Ach ja, es ist einfach schön hier. Gefällt mir optisch einfach mega gut. Oh, hallo. Hallo. Ah, hier muss ich hin. This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Halte das Mausrad gedrückt, um den Elementarblick zu aktivieren und nach Spuren zu suchen. Ja. Oh, hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch. Oh, Paimon knows. It's from a frame of a Windglider. Therefore, there are no elemental traces on it. It looks like it's just a plain old tree branch. Da oben ist noch was. Hallo? A strip of cloth with animal markings on it. Ja. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a Windglider. Wow, Outriders have to be textile experts now? It
It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. Es ist lustig, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Also irgendwie sagt mir dieser Blick jetzt überhaupt nichts aus. Nee, das ist eine Blume. Da wollen wir gar nicht hin. Wo muss ich denn jetzt hin? Aha. Was gibt's denn hier? Hallo? Okay. How do we know if this was left by Raptor or an animal slime? Animal slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. How do we know if this was left by Raptor or an animal slime? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Hallo, danke. Komm ich hier durch? Yep. Hallo. Na. Oh wow. Na komm, stirb! Ja und tschüss. Danke. Und du jetzt auch. Mann! Feierabend jetzt hier. Was ist das denn da? The Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. What happened? I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly trolls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the hilly troll camps around these parts. It's a small camp, not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, well, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out into the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny-looking? In what way? Oh, he was holding on to something. Must have been heavy, because he couldn't glide in a straight line to save his life. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase! Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. Interessant. Suche weiter nach dem komischen Vogel. Okay. Hier gibt es aber schöne Sachen. Da möchte ich aber mal hin. Hallo. Nein, ich wollte jetzt nicht zubereiten. Hallo. Hallo?
Oh, bitte sag mir jetzt nicht, dass wieder entweder mein Internet ausgefallen ist oder das Spiel sich einfach mal aufgehangen hat. Oh nein, danke. Wollte ich jetzt aber nicht. Hallo, danke. Hier noch irgendwas? Okay, dann machen wir mal weiter. Ich heb noch ein paar Sachen auf. Another test subject. Suffocate. Hoch. Oh, ich bin tot. Wer seid ihr denn hier eigentlich? Hallo, danke. Du gehst mir auf den Sack mit deiner... Hallo! Leute, das ist gerade ein bisschen heftig für mich, ehrlich gesagt. Alter, das gibt's doch nicht. Hallo? Danke. Ich muss mal ein paar essen. Na, erstmal. So, und dann. Bist du wieder da? Dann. Nein, hallo hier. Danke. Das geht ja hier sogar. Ich muss mal wieder was kochen, ne? Danke. So, jetzt können wir weitermachen. Hallo. Hallo. Es reicht doch auch mal. Feierabend hier. Du bist weg. Du gehst mir tierisch auf den Schnürsenkel mit deinem... Hallo. Ja, tschüss. Was seid ihr für böse Leute? Schämt euch. Of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. Dieser Stress. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder. Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. Okay. Damit sind wir hoch. Ja, dann. Aua. Das G. Ah, okay, das ist jetzt auch anders. Okay. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Erhalten. Danke. Power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him! Ja, wir rennen ja schon. Oh, Abenteurerstufe 9. Juhu! Sehr schön. Nee, wir gehen jetzt hier weiter. Moment.
Moment. Aufträge. Hallo? Nachrichten? Da, Aufträge. Nix da. Nee. Wo war denn jetzt mein... Hallo, wo ist denn jetzt mein Auftrag, bitte? Hä? Da. Nicht hier. Warum ist jetzt wieder... Fliegen ist die Belohnung für den Mut. Okay. Oha. Kann ich nicht noch einen dazu nehmen? Noel. Die ist ja neu. Ja. Herausforderung starten. Okay, ihr Lieben. Das werden wir dann noch machen. Mal schauen, wie gut wir das hinkriegen. Ob wir es überhaupt hinkriegen, das ist so eine Sache. There's only one way over there. Raptor must be up ahead. Okay. However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that gotta do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt herself. So, what do you say? Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff! Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours! Also ganz ehrlich, weiß ich eigentlich nicht, ob ich das so möchte. Nutze die vorhandenen Windfelder, um weiter zu fliegen, gleichzeitig die Angriffen der Gegner auszuweichen. Während du fliegst, kannst du Bomben werfen und so alle Gegner vernichten. Ja, und wie schmeiße ich die jetzt? Hallo? Hallo? Ah, okay. Wow. Ah, jetzt habe ich's. So, okay. Okay, noch mal hoch. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss.
Okay. Sorry, ich bin gerade ein bisschen ruhig. Ich muss mich echt konzentrieren, wa? Huch. Nice! You breezed through it! Yay! You're a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go! Okay. Sorry, ich habe mich jetzt echt ziemlich konzentriert, bis man das alles mal raus hat. Meine Güte. Trotzdem macht das Spiel sehr viel Spaß. es sind manchmal zu viele Tasten irgendwie für mich. Oh, auch hier ist aber wieder nett, muss ich sagen. Also, der Teil zumindest. Okay. Oh, kann ich die... wow, so viel. Naja, gut. Ganz viel zu essen. War hier vielleicht auch noch ein bisschen? Nope. Okay, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Was ist hier? Hallo? Ah, ich habe wieder ein Tor aktiviert. Das ist gut. Da hat mich schon was beschossen. Hallo? Würdest du bitte? Ein Äppelchen. Okay. Hallo? Na, was möchtest du denn von mir, ha? Huh? Mhm.